verdammt der Scheißhaus. Geh dem Kacker, geh da helfen, den Kacker. Ja, der hatte so wenig HP, dass ich den Kacker auf mich zu besiegen. Nein! Ich! Schlange. Mann, der Typ ist so gut wie erledigt und dann haut er einfach zweimal zu. Was soll das denn? Digga, ich will ihn hauen und er haut einfach selber zweimal zu. Ich hasse das. Gibt's Glimmer? Digga. Komm nun, drück. Ich durfte nicht drücken. Ich brauche Unterstützung. Ich muss die scheiß Decke aufkriegen. Komm mal. Haben wir jetzt alles? Doch, wir haben alles. Warte, warte! Nichts wie los! Okay. Das ist ein anderer. Bei Rohstoff und so kriegt man nur ein Kloster. Okay. Fahrzeug abgeschlossen, dann lass abhauen. Da ist das Schiff. Dann ist das wirklich der da oben in der Höhle, aber es ist dann kein Rohstoffe oder Vorräte, die auf meiner Lager aufzubauen, wenn wir wieder da sind. Das weiß man nicht. Dann hauen wir jetzt ab. Das wollte ich nämlich kurz machen, weil wir hier in der Gegend sind. Einmal so ein Kloster ausräumen und das war auch ein schön großes. Wo es ja drei Kisten gab, was auch jetzt gut ist, dann können wir glaube ich drei Gebäude aufbauen. Und das denn? Check.
Kann ich direkt eins auspacken. Dann kannst du wieder raus. Ja, um die Ecke würde ich gerne umkommen. Wenn es möglich ist. Ah, jetzt geht's mal. Festgefahren. Einmal rum. Ja. Rauszukommen. Was ist denn nicht gefahren? Ja, wir haben den. Ah, halt noch schneller, oder? Ja, du bist ganz schnell gegen die Schätze gegangen. Was ist denn umgehen. Los? Denn die Dinger, die zwei verbündete Trauben machen, müssen in eine andere Richtung. Ist der war hier in der Nähe, der Scheißmonster. Ich kann gleich nicht. Was ist los da? Sollte aber erstmal reichen nach vorne, wenn wir wieder zurück sind. Ziehen. Wenn ihr mal ein paar Pfeile fliegen lasst, sie. Ja, sorry, ich muss ja immer um die Ecke. Segel setzen! Nein. Müssen wir Bogen bereit machen! Ja, ein bisschen verfahren. Manchmal ist es ein bisschen doof, auch das alles zu sehen. Da hat er keine richtige Minimap mehr. Braucht man auch nicht, aber manchmal ist das doof, ein bisschen zu sehen. Ups, ich muss das scheiß Butter mal schubsen. Ja, um hier einmal rauszukommen. Jetzt Segel setzen! Segel runter! Ich dann mit uns. Segel!
doch Kackboote hier überall. Mann. Erzähl nachher weiter. Das Land, Freundin. Hier mal auf Plündern. Nein, hab ich nicht hier. Wir plündern! Jo, sind sie auch. Sachsen, die eine alte Hütte umstellt haben. Womöglich sind Dänen darin gefangen. Kommt jetzt? Der passt selber. Bleib stehen und stirb! Ja! Gemeinsam! Jetzt schon wieder? Komm, ich hasse dich jetzt. Komm. Digga, jetzt verfolgt mich dieser Idiot auch. Ich hab gesagt, ich hasse dich. Warum verfolgst du mich? Digga, jetzt verfolgt mich der Typ schon wieder. Mann. Vorne mein. Oh, da steht der Typ schon wieder hinter mir. Dein Vater. Ah. Good day. Digga, du nervst. Langen Stab, mit dem du stechen kannst, und verfolgst einen 50 Jahre. Danke. Danke, du Fuchs, du hilfst mir echt weiter. Du hast ihn getötet! Stirb! Na, Feute. Euch aus, wenn ihr mich nicht die ganze Zeit wegdreht. Ich bin schon wieder hinter mir. Helf mir mal, ich hab so einen dummen Volldepp mit einem Stock hinter mir am Arsch. Woran war es das denn? Das war's! Zurück zum Chef! Nur voll der Stock ist doch immer noch hinter mir her. Nimm das! Auch kleine Danke! Danke!
weiter gut jetzt fahren soll? Oder fahrt ihr jetzt mal um diese dumme Ecke rum? Die Schiffe an den Wendekreis wie was weiß ich was. Ja, guck mal, jetzt ist hier Land. Ich will hier aber rum. Ich will hier um die Ecke. Jetzt fahren wir halt rückwärts dahin, wenn ihr jetzt nicht sofort umdreht. Das scheiß Schiff mal umdreht. Meine Güte, das ist so schwer. Ja, ihr sollt das dumme Schiff einfach umdrehen. Das ist los. Ihr stellt euch da wenigstens nicht blöd. Nun fahrt! Ja, ich sehe. Rein. Eine halbe Stunde aus Drama gegeben, dass das nicht rauskommt. Das ist Then horns resound the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those ja, who fahr fight, weiter. For those who fall. War on peace, fear. Each man gets his fated share. God red search the warrior shield. Raven scan the battlefield. Schön für sie, lass sie. Raven scan the battlefield. Da sind feindliche Truppen stationiert. So, Späher für mich in die Ferne, Sühnen. Hier halten! Hey! Das Leuchtfeuer hat auch den letzten meiner Soldaten hergeführt. Bis morgen sind wir wieder zu Kräften gekommen und können die Stadt zurückerobern. Ich habe noch nicht mit Leaf, Birna und Galin darüber gesprochen. Was sie wohl von mir denken werden nach all meinen Fehltritten. Weil man hier Feinde sieht. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass du von jetzt an wieder eine gute Anführerin bist. Bei Thors Hammer bin ich froh, dass wir zusammen sind, trotz aller Rückschläge. Galin, du siehst angeschlagen aus. Trauere nicht um die Gefallenen. Sie werden in Valhall Lobgesänge auf dich singen, während sie auf uns warten. Danke, Jarlskonar. Leaf, kein Sturm bringt dich aus der Fassung. Schön, wieder hier zu sein, Soma. Wieder vereint. Du weißt, dir würde ich in jeden Sturm folgen, wenn du nach mir rufst. Birna. Ich bin froh, dass du noch lebst. Und ich bin froh, noch zu leben. Ich habe so viel verloren, aber ihr drei seid mir geblieben. Das macht mich zur glücklichsten Kriegerin in ganz Midgard. Und Eivor, du hast dich wahrhaftig bewährt. Hilf uns, die Stadt zurückzuerobern, und du hast eine treue Verbündete in mir. Meine Klinge gehört dir. Für Grantabrück. Heute Nacht ruhen wir, okay. Kommen wieder zu Kräften. Und beim ersten Sonnenstrahl holen wir uns Grantabrück zurück. Verbringe die Nacht in unserem Lager. Nimm dir, was du brauchst. Ist abgeschlossen, die Weisen des Feens. Anscheinend sind noch mehr von Sumas Soldaten dem Leuchtfeuer ins Lager gefolgt.
1100 Pfund. Leaf, Soma sagte, dass du ihre Langschiffe gebaut hast. Das stimmt. Jedes hat einen spitzen Kiel, einen starken Mast und ein Gedicht in den Rumpf geritzt, um den Drängar zu preisen, der das Schiff führt. Jedes Langschiff trägt die Last des Schicksals. Nur ein paar Handbreit Holz liegen zwischen dir und deinem feuchten Grab. Es gibt wohl kaum einen besseren Ort für Poesie, nicht wahr? Stimmt. Es ist gut, an deiner Seite zu kämpfen, Leaf. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass du mich und meine Krieger aus dem Moor gezogen hast. Komm schon, Schaden. Das ist mir Kunststab, den haben wir mitgenommen. Okay, das ist praktisch. Quest, Klarz und neuen Ruhm und den Codex, was haben sie jetzt schon gemacht? Kann ich ihn dennoch den vergessen. Ups. Nach der Sonne, wir wollten mal mit den Arbeiten vorher nochmal reden. Galen, habe ich recht? Du hast recht. Und du bist Eivor, die unbändige Kämpferin. Oder ewige Kriegerin. Ein glorreicher Name. Vielen Dank. Du saßt in der Falle, als wir dich fanden. Durchaus. Die Sachsen haben mich blutend durch Sümpfe gejagt und direkt in die Arme von Banditen getrieben. Dann kamen die Wölfe. Für uns alle kommt irgendwann der eine Tag, an dem aber wir sterben. Kann ich mit meinem Bogen top sehr schießen. Frage ist nur, wie man diesem Tag begegnet. Ich kann stolz behaupten, dass ich bereit war. Ich freue mich jedenfalls, dass du noch atmest. Ich dachte, wir wären sicher im Nebel. Doch Wiegmunds Männer jagten uns und trafen. Du bist Birna. Und du bist Eivor, Sonnenschein. Du bist durch den Nebel gebrochen wie Feuer durch Eis. Du bist gut aufgelegt, trotz allem, was geschehen ist. Dem Überfall, eurer Flucht. Im Augenblick schon, aber... Ah, da. Hast du es gemerkt? Der Augenblick ist vorbei. Jetzt können wir den nächsten genießen. Was für ein Geschenk. Schön, dich an unserer Seite zu wissen, Birna. Ich mag dich, Eivor. Reich mir die Hand oder fall mir in den Rücken. Aber so wie du aussiehst, wäre mir beides recht. Okay. Wir sind beide mal so Kochtopfgegner. Vielleicht ein bisschen mehr. Das wäre schlau. Ein neuer Tag mit frischem Wind. Bist du bereit für den Kampf, der vor uns liegt? Holen wir uns die Stadt zurück. Okay. Das wollte ich hören. Triff mich am Westtor von Grantabrück. Dort sammeln wir uns. Pass auf, dass du keinen Gefallen daran findest, anderen zu gehorchen als deinem Jarl zu Hause. Ich kämpfe für Sigurd. Niemanden sonst. Solange du auf diesem Schiff bist, kämpfst du für mich. Und um Soma für uns zu gewinnen, kämpfen wir für sie. Ja, stimmt. So, weiter geht's, ne? Für Mani. Bitte. Hier kann das. An die Ruder. Jetzt Segel setzen! Und ich dachte, du Dummkopf, wir kämpfen doch für Sigurd. Weil wir kämpfen, wir helfen denen, ihre Stadt wieder zu bekommen. Und dafür... Ich bin doch bloß gegen einen Stein gefahren. Und dafür kriegen wir sie erst verbündet. Ne? Nur dass wir einen Sigurd schnappen brauchen. Sigurd wäre auch das für Verbündete. Da. Versteckt. Einer an jeder Seite des Tors. Stürmt los, wenn das Signal kommt.
Sigmund, du also, ja. Ehrloser Moin. Dieb. Ich weiß, dass du da bist. Gib mir Grantabrück zurück, Wiegmund. Es müssen nicht noch mehr sterben. Regeln wir das unter uns, von Herrscherin zu Herrscher. Kann ich mir einfach einen Headshot geben? Worüber sollte ich mit dir reden? Du hast nichts anzubieten. Ich bin vom rechten Blut. Du bist nur eine dreckige Heidin aus der Achsel eines Riesen entsprungen. Ich habe diese Stadt erbaut. Von einer Lehmhütte zur blühenden Hafenstadt. Wir wissen beide, dass dir ohne meine Hilfe ihr Reichtum zwischen den Fingern zerrinnen wird. Hinfort! Geht und verreckt im Dreck, wo ihr hingehört, ihr Heiden! Wiegmund! Wiegmund! Ein letzter Versuch noch. Ich lass dich nicht am Leben. Wenn du die Stadt mir überlässt, lass ich dich vielleicht am Leben. Ich muss ihn umbringen. Um meinen Assassinenfreunden einen Gefallen zu tun. Ich habe ihr das Sagen. Und ich werde euch von diesem Land schaben wie den Eiter von einer schmerenden Wunde. Lass mich dir einen Rat geben, alter Bär. Eine eiternde Wunde reinigt man nicht mit einer Klinge, sondern mit Feuer. Hier. Nehmt euch, was euer ist! Der Grant hat mich an. Was hat Wiegmund getan? Dafür ist keine Zeit. Wir müssen die Stadt befreien. Nicht gesehen, seit wir die Mauern durchbrochen haben. Auf zum Langhaus. Dort finden Danke. Wir ihn sicher. Jetzt stirbst du. Tötet jeden Sachsen, der noch atmet. Keine Gefangenen. Keine Gnade. Ich hab grad meinen Namen gesagt.